Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney 3. Der Moment, vor dem ich Angst gehabt habe, der Meister Fritze vor Gericht. Ach, das wird sehr, sehr sinnlos, was da jetzt hier gleich produziert wird, denke ich mal. Also, nix wie los. Das wäre dann 1 Uhr nachts, den 12. Oktober, richtig? Wahrlich eine brillante Schlussfolgerung, Herr Anwalt. Sie hatten Wachdienst in jener Nacht. Wo genau befanden Sie sich zu diesem Zeitpunkt? Eine scharfsinnige Frage. Ich befand mich im Kellerlager beim Computer. Beim Computer. Aha. Warum? Also warum gerade da? Wäre es nicht sinniger gewesen, sich irgendwie, ja, neben der Urne aufzustellen? Sie versuchten also nicht versteckt zu bleiben, nehme ich an. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich versucht, in Deckung auf den Dieb zu warten. Ja, das hat er gestern auch erzählt. Gramschow sagt auch, er hätte ihn nie am Tatort gesehen. Genau deshalb hatte ich mich entschlossen, mich letzte Nacht nicht zu verstecken. Ich wusste, wenn ich mich nicht verstecke, würde ich den Dieb unter Druck setzen. Sieht aus, als hätte nur der Dieb Druck ausgeübt, nämlich auf ihre große Rübe. Auf jeden Fall, ja. Er schien tänzelnd über mir. Allein diese Ausdrucksweise sagt, dass ich mehr will. Er erschien tänzelnd über ihnen. Was zum Henker? Nun, vom Eingang denke ich. Von woher denn sonst? Also weder tänzeln noch über ihm. Okay, alles klar. Wieso haben Sie den Dieb eigentlich nicht bemerkt? Meine Augen suchten nach dem Schatten des Diebes und meine Ohren lauschten den Schritten. Aber trotzdem gelang es diesem heimtückischen Verbrecher, sich an mich heranzuschleichen. Ja, dafür ist Schleichen da, nicht gehört zu werden. Wahrscheinlich wegen seines Tarnumhangs und seiner weichen Schuhsohlen. Das hier ist nicht Harry Potter, es gibt keine Tarnumhänge. Hiermit taufe ich Sie auf den Namen Meister Dödel. Ah, ich bleib bei Meister Fritze. Tut mir leid, Phoenix. Ja, Meister Dödel hätte auch was gehabt. Sie haben das Gesicht des Verbrechers nicht gesehen, als es passiert ist. Nun, das ist schwierig, wie soll ich sagen? Ich saß in der Maske, das ist alles, woran ich mich erinnere. Ich dachte, er war hinter dir. Von vorne kannst du dich normalerweise nicht an Leute heranschleichen, es sei denn, sie sind blind. Und das meine ich durchaus wörtlich. Von der Aussage ist das nicht wirklich solide. Aber zum Glück hatte ich mein drittes Mon Bett. Mein drittes Monokel. Ich meine, das erste habe ich hier in der Hand. Das zweite existiert nicht und die Überwachungskamera ist das dritte. Ah ja, ich verstehe. Das ist schon wie in South Park, ne? Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Profit. Ich habe sein Bild perfekt eingefangen. Das sollte doch genügen, oder? Nun, solange das Foto echt ist, sehe ich kein Problem, auch wenn wir gerade eigentlich schon ein Problem mit diesem Foto aufgezeigt haben, was noch nicht geklärt wurde. Nun, Herr Godot, haben Sie ein Problem mit dem Foto? Gut, fahren Sie mit der Aussage fort. Aber schön, er hält keine ewigen Vorträge, er schüttelt aber den Kopf und nippt an seinem Kaffee. Sehe ein. Dunkelheit umfing mich, bevor ich reagieren konnte. Als ich erwachte, war er fort. Das klingt schon fast, als wäre es aus einem Roman. Angegriffen und bewusstlos geschlagen. Ja. Und sie konnten nichts tun? Das ist wirklich sehr beeindruckende Detektivarbeit, du Opfer. Nun, Herr Anwalt, haben Sie jemals einen Schlag auf den Kopf bekommen? Offensichtlich nicht so viele wie du. Nun ja, einmal mit dem Stimmt, das war am Anfang vom zweiten Teil. Und was ist passiert? Ich war bewusstlos. Und dein Gedächtnis hast du auch verloren. War dem so? Ich
weiß es nicht mehr. Doch, stimmt, teilweise zumindest, ne? Sehen Sie, Sie haben also kein Recht, mich so abschätzig anzusehen, oder? Es war ein Schwert, ein stumpfes Schwert, der es dir auf den Kopf gehauen hat, wobei das Schwert verbogen wurde. Das ist ein bisschen ein Unterschied zu einem Feuerlöscher. Ich habe mein Gedächtnis nicht verloren, weil mein Hirn größer ist. Das Einzige, was bei dir größer ist, ist der Egozentrismus. Weiß nicht, welcher Bereich des Hirns ist das? Keine Ahnung. Könnte ich jetzt googeln, mache ich aber nicht. Auch schön. Sein Gehirn mag größer sein, aber seine Selbstbetrachtung ist offensichtlich defekt. So wurde ich ebenfalls bewusstlos geschlagen. Und dann ging alles den Bach runter. Diese 30 Minuten. Mein Silberband war gelöst und meine Seele flog hinauf zu... Was? Wie gewöhnlich habe ich keinen blassen Schimmer, was dieser Kerl meint. Ich denke, er möchte damit sagen, dass er bewusstlos war. Das weiß niemand, euer in dieser Zeitspanne ist... Dann korrigiere bitte deine Aussage. Es klang nämlich so, als wärst du erwacht und hast dann 30 Minuten gewartet. Bitte umformulieren. Was labert der eigentlich, der Junge? Ich glaube, der hat was Verdächtiges an sich. Wieso hat er nicht bemerkt, dass der Dieb reinkam? Außerdem sagte er, er wäre bewusstlos geschlagen worden, bevor er sich wehren konnte. Aber das kann nicht stimmen. Das widerspricht den Beweisen. Tut es das? Wie, welchen? Oh doch, warte, einer wird mir einfallen. Die wirkliche Frage ist, warum sollte er eine so offenkundige Lüge... Ja, keine Ahnung. Also... Da. Bevor ich reagieren konnte... erste Vermutung... Die Statue, weil sie bewegt wurde, irgendwie verschoben, wäre eine Option. Viel wahrscheinlicher ist jedoch dieser neue Beweis, weil laut Godot wurde das Ding ja von der Kleidung abgerissen. Das halte ich jetzt, das klingt schon so ein bisschen auch, dann kommen wir vielleicht irgendwie auf diese riesen Farbkleckse überall zu sprechen, weil das scheint doch ein wenig, das schreit förmlich dazu nach, dass es doch so eine Art kleinen Kampf gab. Jetzt pausen wir auf, Jungchen. Würden Sie sich das mal mit Ihrem Ding ansehen? Ah, das gehört diesem Verbrecherkopf, meinem Erzfeind, der Maskenheini. Sie wurde auf dem Boden im Kellerlager gefunden. Wie konnte das nur passieren? Ganz einfach, lieber Anwalt. Offensichtlich war sie nicht gut genug angeklebt. Normalerweise sind da, ist da so eine, quasi wie so eine Sicherheitsnadel dran. Nicht ganz deutliche Spuren zeigen, dass sie von der Kleidung abgerissen wurde. Abgerissen? Aha! Richter, das haben wir vor 2 Minuten geklärt. Oh, stimmt, vergessen. Wir können nur annehmen, dass der Dieb in jeder Nacht mit jemandem kämpfte. Das ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Und es gibt nur eine Person, die mit dem Dieb gekämpft haben könnte. Und das bist du. Also, Detektiv Admir, Sie müssten in jeder Nacht mit dem Dieb gekämpft haben. Und warum haben Sie bei Ihrer Aussage vor Gericht gelogen? Zeuge, Falschaussage ist ein schweres Verbrechen. Nein, warten Sie, Herr Oldtimer. Ich finde das immer noch gut. Ich dachte, der Junge heißt, weiß nicht, Richter. Reden Sie eigentlich mit mir? Wir sind ja nicht im Altersheim. Naja, nach manchen Aussagen von dir, Richter, gehörst du aber vielleicht schon dahin. Ich weiß es jetzt wieder, euer Ehren. Ich war nur etwas verwirrt, da ich gerade an so vielen Fällen habe. Punkt 1 wage ich zu bezweifeln. Punkt 2, keine Entschuldigung. Ein Mann lässt sich nur an der Menge seiner Arbeit messen. Das ist mein Motto. Gordo, das ist dein erster Fall. Ich weiß, ich bin auch nicht gerade gut da drin. Nick, du kannst nur einen Fall auf einmal behandeln, nicht wahr?
So sind die Regeln. Zeuge, Sie behaupten jetzt also, Sie und der Dieb hätten gekämpft? Moment, ich brauche noch einen Kaffee. Das ist wirklich genug, euer Ehren. Was? Alter, was ist los mit dir? Sparen Sie sich die großen Fragen für die Aussage, das ist eine meiner Regeln. In der Tat, verstehe ich. Look at me, ich stimme mit Ihnen komplett überein. Ah ja. Kampf mit dem Dieb. Es stimmt, dass ich für einen kurzen Augenblick die Tür aus den Augen gelassen hatte. Aber Luke Hatman lässt sich nicht so leicht verhohlepiepeln? Was? Das Wort kenne ich nicht. Das ist mir neu. So, eine Sekunde. Google, gibt's das Wort? Das Wort gibt es? Das steht im Duden. Durch Spott, ironische Übertreibung ins Lächerliche ziehen, lächerlich machen. Okay, das Wort habe ich noch nie gehört. Okay, sehe ich ein. Klingt witzig. Ich hätte gedacht, das hat er sich jetzt ausgedacht. Unglücklicherweise griff der Dieb eine Waffe von der Seite und schlug mich bewusstlos. Ein wahrer Ehrenmann kämpft mit eigenen Fäusten. Die reichten ihm aber nicht aus. Kurze Notiz, wenn du mit deiner... War es die linke Hand oder rechte? Ich habe nicht genau aufgepasst. Wenn du damit zusteckst, mit diesem fetten Ring, brichst du dir die Finger. Sein erster Schlag traf. Bam, das ist alles. Sie haben also einen Blick auf den Maskanier erhaschen können. Das ist das gleiche wie immer. Die zweite Aussage widerspricht komplett der ersten und wir denken uns so, just roll with it. Korrekt. Bei seinem dritten Verbrechen hat er mich von hinten niedergeschlagen. Anscheinend ist mein Gedächtnis sozusagen etwas durcheinander. Auch ein Schluck Kaffee? Könnte helfen. Nun, das ist sicherlich verständlich. Nee, eigentlich nicht. Ich selbst komme immer ganz durcheinander, welche Aussage zu welchem Fall gehört. Das glaube ich dir sofort, Richter. Ja, Felix, das kann nicht gut sein. Ja, die Idee von Godot war gut. Und Kaffee war jetzt genau das Richtige. Halt die Klappe! Moment mal! Warum haben sie die Tür überhaupt aus den Augen gelassen? Zusätzlich zur Kamera hatte ich noch andere Sensoren installiert. Ah ja. Ein Alarm war losgegangen, daher musste ich die Daten überprüfen. Deshalb bin ich zum Computer gegangen. Elegant, natürlich. Yeah. Sie waren also für kurze Zeit verwundbar, als Sie am Computer gearbeitet haben. Soll ich mehr fragen? Ja, Phoenix, stell weitere Fragen. Zuerst über die Sensoren. Über welche Art von Sensoren sprechen wir hier? Es gibt mehrere Wege, den Keller zu betreten und zu verlassen. Ernsthaft? Ich dachte, es gibt nur die eine Tür. Belüftungsrohre. Ja, okay. Abwasserrohre? Ich wage zu bezweifeln, dass die in den Keller reinführen. Also dadurch vielleicht, aber egal. Und eine Katzenklappe. Okay. Ich habe dort überall Wärme, Infrarot- und Ultraviolett-Sensoren angebracht. Wozu hast du einen UV-Sensor dorthin gestellt? Und Wärme und Infrarot ist quasi das gleiche. Das ist viel Hardware. War das ihre eigene? Das Kaufhaus Lord Taylor hat die Überwachungshardware freundlicherweise gestellt. Die Überwachungskamera, die das Foto aufgenommen hat, gehört auch ihnen. Mit anderen Worten, er hätte die Ausrüstung nicht manipulieren. Wenn er weiß wie, dann natürlich. Gerade wenn er allein in dieser Nacht war. Das stelle ich mir jetzt nicht so schwierig vor.
hat das alle Zweifel mir gegenüber beseitigt, Herr Anwalt? Nope. Wir machen direkt nochmal weiter, ich will was über den Computer wissen. Was für ein Computer war das denn, ne? Wie viel RAM hatte der? Der Computer gehörte also auch Lordly Taylor. Richtig, nun außer dem Programm, das die Daten verarbeitet. Das wurde speziell von mir entwickelt. Okay, ich hätte dich nicht für jemanden gehalten, der weiß, wie man programmiert. In diesem Fall hätte er die Daten sehr einfach manipulieren können. Richtig. Stimmt das nicht, Herr Anwalt? Ich kaufe dieses Wort noch nicht. Klaffahone piepeln. Das gibt es! Sehr gut, wenig, sehr gut. Wobei ich glatt schon vermuten würde, dass es eins dieser Worte ist, die im heutigen Sprachgebrauch tatsächlich nicht mehr üblich sind. Die existieren zwar noch, aber niemand benutzt die mehr. Die jungen Leute heutzutage, ich könnte mich tot ärgern. Ich könnte mich über dich tot ärgern, Richter. Das ist eine andere Geschichte. Sie lassen die guten alten Worte einfach aussterben und erfinden neumodisches Zeug. Handy. Zu unserer Zeit hieß das Mobiltelefon. Tut mir leid, aber was heißt es denn nun? Jetzt habe ich es vergessen. Was wollte ich gerade sagen? Wie war es mit unserer Diskussion zum Thema Altenheim? Immer noch besser als die Alten, die vergessen, was sie eben gesagt haben. Nun, anscheinend haben wir alles geklärt. Sie können mit Ihrer Aussage fortfahren. Ja. Unglücklicherweise, ja. Was meinen Sie mit Waffe von der Seite? Natürlich hatte der Dieb keine Ahnung, dass ich, look at me, mich dort versteckt hielt. Er griff nach dem Schwert der Statue, die neben der Tür zum Lager stand. Ja, das wäre ein bisschen sehr weit. Das wäre ein bisschen sehr weit, um von da bis zum Computer. Sie meinen das Schwert, das wie ein gebogener Ast aussah? Richtig, zu meinem Glück war die Klinge nicht scharf. Zu unserem Pech war die Klinge nicht scharf. Okay, er meint wirklich das Schwert. Der Dieb bewaffnete sich also mit einem Schwert und sie selbst Zeuge? Ja. Okay, ich will jetzt mal davon ausgehen, dass wir hier vor allen Dingen gleich vorlegen müssen. Ich weiß noch nicht. Wir haben keinen Lageplan. Falsch. Wo ist das Foto? Vermutlich wieder das Foto vorlegen, weil wir jetzt halt sehen, hier neben der Tür müsste ja sonst die Statue stehen. Da steht es aber de facto nicht. Ich höre mir trotzdem nochmal den Rest an. Sie hatten so viel Vertrauen in ihre kämpferischen Fähigkeiten. Aber natürlich, an der Uni war ich stellvertretender Leiter des Boxclubs. Tut mir leid, dass ich das nicht besonders beeindruckend finde. Jedoch dieses Mal war mein Erzfeind. Ja. Eine harte Nuss, ja. Könnten wir seine Nüsse in den Nussknacker stecken? Können Sie uns etwas mehr darüber erzählen, was passiert ist? Oh ja, bitte! Spannend! Mein Gegner war kräftig und heimtückisch. Man könnte auch sagen... Der hätte von Dorian stammen können. Kräftückisch? Ich wollte gerade die Etzmik-Kampf... Kein Kommentar. Schachmatt? Oh, ihr habt sogar noch Schachboxen gespielt. Scheiße. Gut, das hättest du natürlich mal erwähnen sollen. Und was jetzt? Was jetzt? Ja. Jetzt möchte ich mich in eine Ecke setzen und weinen. was war das für ein Blitzlicht, das sie geblendet hat? Ich werde in goldenem Licht gebadet. Das mit dieser Frauenstatue zu kommen schien. Ah
Ah ja. Nun, das hat eigentlich kaum was gebracht. Jo. Was denkst du, Nick? Nun, es gibt eine Sache, die ich jetzt sicher weiß. Und das wäre? Dieser Typ hat definitiv nicht alle Latten am Zaun. Oh, und er verheimlicht uns immer noch irgendwas. Ich verstehe langsam, was passiert ist. Ich nicht. Und die wahre Natur dieses Detektivs. Ich verstehe nicht das Geringste, was hier abgeht. Aber ganz ehrlich, ich will einfach noch wissen, was der hier mit seinem... Erzähl mir! Erzähl's mir! Komm! Was soll dieser Atme-Kampfstil sein? Berufsgeheimnis. Ah ja. Wenn es absolut nötig ist, kann ich es Ihnen erläutern. Du hast gerade gesagt, du willst es nicht erzählen. Das Wichtigste ist, mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Teilweise richtig, kann aber auch sehr unpraktisch sein. Das ist alles. Das soll der Atme-Kampfstil sein. Und dann wild mit den Händen fuchteln oder was? Nun, hör mal, was hatten Sie für diese Aussage? Offenkundig ist sie wichtig. Natürlich war sie wichtig. Schließlich haben Sie eine geheime Technik erfahren. Ja, wirklich. Ich werde beim nächsten abendlichen Spaziergang dran denken. Ja. Na gut, Zeuge. Fahren wir sofort und fügen Sie die geheime Information der offiziellen Aussage hinzu. Okay. Offensichtlich muss ich hier irgendwas vorlegen. Aber was? Jetzt bin ich doch verwirrt. Wo soll dieses dritte Auge sein? Es findet sich genau zwischen meinem rechten und linken Augenbraue. Jetzt auch noch Tension haben oder was? Warum haben Sie es nicht von Anfang an gesagt? Herr Anwalt, das sieht so aus, als würden Sie Falten auf Ihrer Stirn, als würden die Falten auf Ihrer Stirn tiefer werden. Er hat einen Schlag auf die Omme gekriegt. Von vorne plötzlich. Vorhin hieß es noch von hinten. Ja, so behauptet er. Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Ja, ich auch. Man müsste eigentlich was sehen, wenn er einen Schlag auf die Fresse bekommt, dass er ohnmächtig wird. Entweder eine Platzwunde auf der Stirn oder zumindest einen blauen Fleck. Eher Platzwunde. Was denkst du, Nick? Nun, es gibt eine Sache, es gibt eine Sache, die wir wissen, der Typ hat nicht mal Latten am Zaun, schon klar. Jetzt bin ich aber verwirrt. Ich hätte gedacht, dass ich hier angreifen müsste, also hier was präsentieren müsste, aber es ist eigentlich... Ja, quasi feste Regel bei Phoenix Wright, die neue Aussage ist wichtig. Rücken zur Wand. Ich denke mal drüber nach. Hier machen wir jetzt erstmal Feierabend und dann beim nächsten Mal habe ich vielleicht eine Lösung parat. Vielleicht auch nicht. Bis dahin. Ciao.